Hortensien, einpflanzen in ein Gefäß. Obwohl sie immer sehr durstig ist, reagiert auch die Hortensie empfindlich auf Staunässe im Blumentopf. Deshalb sollten Sie nur Gefäße verwenden, die mindestens ein Abzugsloch im Boden besitzen. Bevor Sie Blumenerde in den Topf füllen, sollten Sie das Loch bedecken, zum Beispiel mit einer Tonscherbe. Diese verhindert, dass das Abzugsloch verstopft. Empfehlenswert ist auch eine Schicht aus Blähtonkügelchen. Diese können einerseits Wasser speichern und andererseits verhindern, dass im Topf Staunässe entsteht. Möchten Sie Spezialerde kaufen, können Sie Rhododendron- und Azaleenerde verwenden. Das Auflockern des Wurzelballens erleichtert der Pflanze zusätzlich das schnelle Einwurzeln, weil neues Wurzelwachstum angeregt wird. Bei der Pflanztiefe orientieren Sie sich bitte einfach daran, wie die Pflanze bisher eingetopft war. Viele Gartenfreunde denken beim Stichwort Hortensie in erster Linie an diese blaublühenden Pflanzen. Das Hortensiensortiment umfasst aber Pflanzen mit unterschiedlichen Wuchs- und Blütenformen. Beliebt sind auch Hortensien mit den Blütenfarben weiß und rosa. Diese Pflanzen sollten am besten vor Wind geschützt stehen. Sie vertragen halbschattige und auch schattige Standorte, je nach Sorte. Die Erde im Topf darf nie austrocknen. Zum Gießen verwenden Sie am besten weiches Regenwasser. Hartes Leitungswasser wird nicht gut vertragen. An sonnigen Plätzen müssen die Pflanzen sehr oft gegossen werden, da dort über die relativ großen Blätter viel Feuchtigkeit verdunstet wird.